Aber wir beginnen nun. Lange Vorrede. Herr Bürgermeister Flurer hat uns eine Videobotschaft geschickt, die wir Ihnen nun einspielen. Viel Spaß damit und an die Regie bitte die Videobotschaft von Herrn Flurer, Bürgermeister Flurer, einspielen. Meine sehr geehrten Damen und Herren, seien Sie sehr herzlich begrüßt zur heutigen Videokonferenz Lastenräder, die SUVs der Zukunft, nachhaltig mobil in Karlsruhe. Sie haben ja einen spannenden Titel gewählt und wollen sich ja auch eine spannende Debatte heute führen zum Thema SUV, Sport, Utility Vehicles. Das ist ja fast ein Anachronismus, ein aus der Zeit gefallener Ansatz. Und wird ja auch gerne als Geländelimousine oder als Stadtgeländewagen bezeichnet. Man sagt auch, es ist der Multipanzer. Im Amerikanischen ist das Wort Suburban Assault Vehicle geprägt worden, also etwa vorstädtisches Angriffsfahrzeug. Und das zeigt ja auch, dass das eine ganz besondere Art der Mobilität ist. Man muss natürlich sagen, klar ist es bequem, wenn man höher in einen Wagen einsteigt. Es ist vielleicht auch die Sehnsucht nach Abenteuer, wenn man mit einem Offroad-Fahrwerk in der Stadt umherfährt. Aber es zeigt natürlich auch ein Stück weit, dass ich glaube, die SUVs bzw. die Lastenräder, die Cargo-Bikes, sollten nicht die SUVs der Zukunft werden. Nein, sicher nicht. Aber Sie meinen natürlich auch, dass oder sicherlich, dass der Hype, der im Moment um diese Fahrzeuge gemacht wird, möglicherweise der Hype sein sollte, den in Zukunft die Lastenräder bekommen sollten. Und da stimme ich Ihnen absolut zu und wünsche uns das auch gemeinsam. Denn was sind denn die aktuellen Herausforderungen der Mobilität? Sie wissen alle, wir stehen vor großen, gewaltigen Herausforderungen in Sachen Nachhaltigkeit, Klimaschutz, benötigen einen Mobilitätswandel in den Städten, nachhaltige Mobilität, andere Mobilitätsformen, emissionsfreie Mobilität, vor allem in bebauten Räumen, um hier auch die Belastung für unsere Bürgerschaft deutlich zu reduzieren. Deshalb ist es uns wichtig, den Anteil von Fahrradfahrern und auch Fußgängern in allen Unter- und Quervarianten auch zu fördern und sind deshalb auch dran, in einem aktuellen Managementprozess, in einem sogenannten BiPAD-Verfahren, diese beiden Themen stärker noch in Karlsruhe zu verknüpfen und da auch nochmal unsere guten Zahlen, unseren guten Model Split nochmal stärker, ambitionierter zu erhöhen. Was wir konkret tun, wir denken natürlich an breitere Radwege, wenn Sie mit so einem Lasten-Cargo-Bike auch unterwegs sind, wenn Sie dann beispielsweise auch überholen möchten. Wir denken an neue Abstellanlagen. Karlsruhe ist ja die Stadt, in der die meisten Fahrräder auch geklaut und entwendet werden. Also auch da müssen wir vorbeugen. Wir denken auch, dass diese Mobilität mit Cargo-Bikes sichtbar werden soll in der Stadt. Das ist uns wichtig. Und aktuell hat der Markt ja ganz spannende Angebote. Es sind ja gar nicht mehr diese aus den Garagen gebastelten ersten Ansätze, sondern ist ja schon sehr professionell der Markt und die Geräte, die Sie da erwerben können, sehen auch gut aus. Und deshalb ist es natürlich spannend für uns und auch sehr wichtig, dass wir als Stadt nicht solistisch unterwegs sind, sondern mit unseren Partnern, also mit Ihnen, auch mit den Akteuren, die heute Abend hier vortragen, gemeinsam Lösungen entwickeln. Und da gibt es spannende Ansätze und da wird heute Abend sicher auch darüber berichtet. An dieser Stelle mein herzlicher Dank auch an alle Akteure über DM, IKEA und wer auch immer hier aktiv ist, dass Sie hier mitziehen und mitwirken an so wichtiger Stelle. Und es wird sicher spannend auch zu sehen, welche Erfahrungen Sie konkret machen. All die konkreten Themen von unserer Seite aus, was wird gefördert, was haben wir vor, welche Projekte konkret wird der Kollege Ulrich Wagner heute Abend bei Ihnen vortragen können. Deshalb konzentriere ich mich nochmal auf so die abstrakte Frage, wenn Sie mich fragen, was erwarte ich denn in Zukunft von der Mobilität? Ich vermute, dass Mobilität grundsätzlich perspektivisch deutlich teurer wird, deutlich exklusiver. Denken Sie an CO2-Steuern, Kraftstoffpreise, auch die Frage, ob man sich noch Flugreisen leisten können kann oder sollte. Ich vermute auch, dass breite gesellschaftliche Schichten weniger Finanzkraft in Zukunft haben. Das heißt, Mobilität muss auch günstiger sein, einfacher. Deshalb vermute ich, dass urbane Mobilität Aufschwung bekommt, dass es sich verlagert in der Stadt. Und ich vermute, dass Sie die Stadt Karlsruhe in 10, 15 Jahren auch kaum wiedererkennen, weil der Wandel doch sehr deutlich ist.
Wer hätte gedacht in den 60er Jahren, dass einmal der Marktplatz hier direkt vor meinem Fenster Kfz-frei ist? Damals war es ja üblich, dass man direkt bis vor die Türen jeweils fährt. Heute undenkbar. Und ich denke, wir werden die nächsten Jahre auch weitere, solche Schritte sehen. Spannend auch die Frage, ob man in Zukunft all die Mobilität sich erwirbt oder ob man sie nur noch nutzt, liest, shared, wie auch immer. Das vermute ich wird ein starker Trend weiter werden. Wir sind ja auch Carsharing-Hauptstadt und möchten auch diesen Effekt weiter ausbauen. Das ist auch ein Thema für Cargo-Bikes. Nicht jeden Tag holen Sie einen Kühlschrank in der City-Lage ab oder wollen zum Markt einkaufen. Vielleicht leihen Sie dann auch Ihr Fahrzeug. Ich vermute auch, dass diese innovative Mobilität gerade auch aufgrund des gesellschaftlichen Wandels hip wird. Und hier schließt sich auch der Kreis zu Ihrer Frage. Ja, ich vermute, die Lastenräder werden deutlich im Trend sein in Zukunft. Und es wird schick sein, wenn Sie unterwegs sind mit so einem Gefährt. Insofern müssen wir alle unseren Beitrag für eine gute Zukunft in dieser Stadt beitragen. Und deshalb danke ich, dass Sie mitwirken, heute schon als Avantgarde. Und hier auch ein starkes Zeichen setzen. Ich bedanke mich ganz besonders bei Herrn Diplom-Ingenieur Carsten Reichenbacher für die Initiative und auch Organisation und wünsche Ihnen allen gute Impulse, eine spannende, anregende Diskussion und einen guten Abend. Vielen Dank. So, danke schön an Herrn Bürgermeister Flurer. Herr Wagner, wir dürfen Sie bitten, ihm die Grüße auszurichten für seine Videobotschaft. Und wir würden einsteigen in den ersten Vortrag. Registrieren, abholen, fahren, zurückbringen. Das ist das Motto von Lastenkale. Und Manuel Quinting, einer der Vorstandsmitglieder von Lastenkale, wird uns nun das Konzept vorstellen. Manuel, bitteschön. Dankeschön. Okay. Ja, schönen guten Abend auch von meiner Seite. Manuel Quinting, mein Name. Vielen Dank auch Carsten für die Begrüßung und auch für die Gelegenheit, hier heute Abend Lastenkale vorstellen zu können. Ja, ich bin einer der Mitbegründer von Lastenkale und auch Vorstand von Lastenkale. Und ja, Lastenkale ist die Marke, unter der wir bekannt sind. Ich sage es gerade noch dazu, wir haben im Jahr 2017 eine Lastenradinitiative für die Region Karlsruhe e.V., das ist der eigentliche Name, gegründet, einfach mit dem Ziel, das Lastenradeln populär zu machen, also diese Form des klimafreundlichen und Sozialverträgsports eben populär zu machen und vor allem für alle auch zugänglich zu machen, indem wir sagen, naja, diese umweltfreundliche Transportalternative ist das eine, aber noch viel besser ist es natürlich, wenn es auch jeder in Anspruch nehmen kann. Und dementsprechend ganz nach dem Motto Sharing is Caring haben sich einige aktive vom VCD, vom ADFC interessierte Bürgerinnen und Bürger, Fahrradhändler zusammengetan und eben diesen Verein gegründet. So, genau. Ganz kurz in Zahlen auf einen Blick, wer wir sind und wie groß wir auch inzwischen sind. Wir haben uns, wie gesagt, da in 2017 gegründet, momentan einen vierköpfigen Vorstand bei uns. Und wie gesagt, das neben der allgemeinen Förderung und dem Einsatz für Lastenfahrräder in Karlsruhe ist das, was wir vor allem machen, eben Lastenräder verleihen unter dem Namen Lastenkale. Wir sind mit drei Rädern, also mit drei Rädern, nicht mit drei Rädern, mit drei Rädern im Jahr 2017 gestartet. Inzwischen haben wir 11 Räder, die zur kostenlosen Ausleihe für jedermann in Karlsruhe zur Verfügung stehen, an verschiedenen Standorten. Von diesen Standorten gibt es 8, gibt also ein paar Stationen, wo mehrere Räder zur Verfügung stehen. Und ja, E-Bikes haben auch bei oder genießen auch bei Lastenrädern eine immer höhere Popularität. Deswegen haben wir in der Zwischenzeit auch 4 von diesen 11 Rädern als E-Bikes in unserer Flotte. Ja, unser Verein hat 30 Mitglieder, viel wichtiger aber, wir haben schon mehr als 2000 Nutzer, die bei uns registriert sind, unsere Räder nutzen. Und wir kommen pro Jahr auf 800 Buchungen. Ja,
Ja, am Anfang stand natürlich die Frage, warum braucht Karlsruhe Lastenkarle? Und ich bin sehr stolz drauf, dass wir diese Folie, die ursprünglich mal mit anderen Bildern bebildert war, dass wir inzwischen selbst ganz viele Use Cases aus Karlsruhe haben, womit wir diese Folie gestalten können. Ja, links, man sieht zum Beispiel eher aus dem Freizeitbereich, was denke ich auch für Studierende attraktiv ist, mit einem Lastenfahrrad rauszufahren in den Park, da wo es erlaubt ist, dann natürlich nur zu grillen oder eben auch zum Baggersee rauszufahren und dort Getränke etc. Mit dem Lastenfahrrad zu transportieren. Dann haben wir rechts oben inzwischen einen Use Case, der ja schon öfter quasi in Erscheinung getreten ist, nämlich dass wirklich Paare unsere Lastenfahrräder als Hochzeitsfahrzeuge genutzt haben. Das finde ich sehr, sehr schön, mit einer entsprechenden Gestaltung dann auch. Links sieht man Instrumententransport, ein ganzes Schlagzeug verpackt auf zwei unserer Räder. Und aber das häufigste, denke ich, und der häufigste Use Case wirklich für unsere Lastenfahrräder ist der Transport von Kindern, dass also wirklich junge Familien auch bei uns die Räder leihen. Alle Räder haben, fast alle Räder, eine Ausnahme gibt es, haben Sitzgelegenheiten, Anschnallmöglichkeiten für Kinder, also sodass diese Räder hervorragend für den Wochenendausflug oder auch für andere alltägliche Transporte, wo man mit Kindern unterwegs ist, geeignet sind. Also sehr vielfältige Einsatzmöglichkeiten, und um auf dieses SUV-Bild mit dem Sport Utility Vehicle nochmal zurückzukommen, man kann ziemlich viel mit Lastenrädern auch machen und Sport ist es auch noch. Ja, wer ist Lastenkarle? Inzwischen sind wir deutlich größer. Das hier ist das Bild von unserer Gründung. Das sind unsere Gründungsmitglieder und die meisten sind auch dabei weiterhin. Also wirklich viele interessierte, Lastenfahrradbegeisterte Karlsruherinnen und Karlsruher, die sich hier einfach zusammengetan haben, um diese Idee des Lastenradelns eben zu verbreiten und als kostenloses Leihangebot umzusetzen. Kostenlose Ausleihe, ich habe es schon gesagt, aber nichtsdestotrotz muss es natürlich auch irgendwie organisiert sein. Ganz zentral für uns ist dabei unsere Website www.lastenkarle.de. Wenn man ein Lastenrad bei uns ausleihen möchte, dann kommt man zuallererst auf diese Startseite mit einer Kartenübersicht über die verschiedenen Stationen. Dort kann man sich dann sein Lastenrad, also seine Station auf der Karte auswählen und sich schon mal informieren, was das für ein Fahrrad ist, was das Fahrrad kann. Wenn dann eine Nutzung in Betracht kommt, was wir natürlich sehr hoffen und was uns sehr freut, dann geht es folgendermaßen weiter. Dann muss man sich bei uns auf der Website einmalig registrieren. Das geht komplett online. Nach der Registrierung kann man dann ein Lastenrad seiner Wahl buchen. Also wir möchten mit unserem Angebot vor allem natürlich auch in die Orte, wo viele Menschen wohnen, also in die Quartiere rein. Und dementsprechend sollte man dann eben oder kann man dann eben ein Rad in seiner Nähe auswählen oder wenn man irgendwo in der Innenstadt einkauft, natürlich auch dort. Und dieses dann buchen in einem Buchungskalender für maximal 3 Tage und kann dann zu dem Tag, an dem man eben im Kalender gebucht hat, das Rad abholen bei einer Lastenradstation. Dazu muss man ein ausgefülltes Formular mitbringen. Dieses Formular bekommt man mit der Bestätigungs-E-Mail zugeschickt, mit der Buchungsbestätigung und dem Personalausweis. Und dann geht es eigentlich schon los. Nach einer kleinen Einweisung kann man dann Lastenrad fahren. Und das muss ich auch dazu sagen, es ist sehr einfach. Man kann wirklich es fahren wie ein normales Fahrrad, wer es noch nicht gemacht hat. Also da keine Angst. Bei fast allen Nutzern geht es nach wenigen Metern, dass es schon sehr gut zu fahren ist. Ja, und dann nach Ablauf der Ausleihdauer wird das Rad dann eben zu derselben Station bei uns zurückgebracht. Welche Vision hat Lastenkarle? Wir haben bis jetzt 11 Räder. Ich darf schon mal verraten, es werden dieses Jahr noch mindestens 2 weitere geben.
Aber ja, wir sind mit der Vision an den Start gegangen, dass wir natürlich wirklich jedem in Karlsruhe ein Lastenrad zur Verfügung stellen können. Das heißt vor allem in die Wohnquartiere rein. Und da wollen wir auch unser Angebot sukzessive weiter ausbauen. Und ja, freuen uns da natürlich auch sehr über Unterstützung, wenn jemand eine Idee hat, wo Stationen möglich wären, noch in Karlsruhe, dann sind wir da natürlich auch sehr offen dafür, gerade wenn es auch Einzelhändler gibt, mit denen wir zunehmend auch zusammenarbeiten, dann ist das natürlich immer sehr, sehr gut, mit festen Öffnungszeiten auch weitere Stationen zu eröffnen. Ja, also insofern, wir sind schon sehr erfolgreich unterwegs. Wir haben uns sehr stark gesteigert von den drei ersten Rädern jetzt eben auf 11 und es kann eigentlich genauso weitergehen und ich hoffe einfach, dass wir da auch, ja, vielleicht auch aus dieser Runde noch den einen oder anderen dazu gewinnen. Aber auch schon in den letzten Monaten haben wir sehr stark auch Mitglieder und Aktive gewonnen, sodass das wirklich ja, dass ich mich da wirklich drauf freue, diese Vision auch weiterhin in Angriff zu nehmen. Ja, das war es eigentlich auch schon von mir, die kurze Vorstellung von Lastenkale. Vielen herzlichen Dank. Noch eine Sache meinerseits, ich kann leider nicht länger teilnehmen. Ich weiß nicht, Carsten, wenn es ad hoc Fragen gibt, dann gerne jetzt. Ansonsten gerne auch, das habe ich jetzt hier nicht abgedruckt, an die Internetadresse, an die E-Mail-Adresse post@lastenkale.de. Da können gerne auch Fragen an mich adressiert werden, noch im Nachgang. Danke. Danke dir, Manuel, für den Vortrag. Wir sind ja auch noch da für Fragen und Antworten, also daher alles gut. Gibt es Fragen? Ich habe keine im Chat gesehen. Wenn ja, dann bitten wir um das Handzeichen, wie sich das sieht. Das überlegt haben, frage ich mal. Manuel, wie lang kann man sich denn maximal so ein Lastenrad ausleihen? Genau, man kann sich das maximal für 3 Tage ausleihen, wobei natürlich eine Wochenendausleihe auch möglich ist, ne? Also Wochenenden und ja, Feiertage oder beziehungsweise blockierte Tage, wo irgendwie eine Station nicht geöffnet ist. Also angenommen, ich habe eine Station, die irgendwie mittwochs aus irgendwelchen Gründen noch einen Ruhetag hat, dann kann ich diesen auch überbuchen. Also 3 Tage am Stück, aber wie gesagt, über Wochenenden hinweg geht es dann eben auch. Ja, das ist sehr, sehr schön. Auch gut, dass Sie es ansprechen. Für uns, also wir sehen diese Lastenräder natürlich auch als Möglichkeit, erstmal Lastenräder zu testen. Deswegen haben wir auch viel Wert darauf gelegt, dass wir eine sehr heterogene Flotte haben. Und genauso wird es eben auch genutzt. Und das freut mich immer wieder zu hören, wenn wir Aktionstage haben oder wenn wir neue Stationen in Betrieb nehmen und da entsprechende Feierlichkeiten machen, beziehungsweise vor Corona gemacht haben, dass da wirklich dieses Feedback kam. Mensch, ich bin so begeistert und ich will mir auch jetzt selbst ein Lastenrad zulegen. Oder andersherum, dass auch wirklich Leute gekommen sind, die gesagt haben, ja, wir planen tatsächlich jetzt unser Auto zu verkaufen und wollen uns jetzt erstmal erkundigen Erfahrung sammeln, wie man so ein Lastenrad bedient, wie man so ein Lastenrad fährt und überlegen uns dann eben auch selbst eins anzuschaffen. Genau, also wir sind ein gemeinnütziger Verein, komplett ehrenamtlich organisiert und sind rein spendenfinanziert. Und wir haben auch noch natürlich Mitgliedsbeiträge und Werbeeinnahmen zusätzlich. Ja. Aber der Großteil sind tatsächlich Spenden. Okay, und die Instandhaltung wird auch unter anderem dadurch vereinfacht bzw. vergünstigt, dass Sie mit Einzelhändlern zusammenarbeiten, richtig? Sie wird auf jeden Fall vereinfacht, denn so ein Lastenrad jetzt zu einem spezifischen Händler zu transportieren, ist nicht ganz so leicht. Das heißt, da ist sehr gut, dass wir da mit mehreren Händlern in Karlsruhe auch wirklich gut zusammenarbeiten und dass wir da die Räder zu Reparaturen hinbringen können. Ja, aber wir haben jetzt keine besonderen Rahmenverträge oder dergleichen mit Händlern, wo wir irgendwelche besonderen Konditionen haben, sondern das ist, denke ich, ja, im normalen Rahmen. Aber das ist wirklich eine sehr gute Zusammenarbeit mit den Händlern. Haben wir da wirklich durchweg gute Erfahrungen gemacht. Der Herr Wagner hatte sich noch zu Wort gemeldet.
Ja, nur eine kurze Ergänzung auch zu dem, was Herr Quintin eben schon gesagt hat. Also zu den Reaktionen von den Nutzern bei unserem Förderprogramm, wo ich ja nachher später im zweiten Teil noch berichten werde, hatten wir viele Gespräche mit Leuten, die oder Familien, die Lastenräder anschaffen wollten, die eben aus dem Bereich der Lastenkarle-Nutzung kamen, also die beim Lastenkarle eben immer wieder Fahrräder getestet haben. Und dann gemeint haben, ja, jetzt wollen sie es mal probieren mit dem eigenen Rad. Also dieser Effekt, der hat sich durchaus bestätigt. Und auch das dann wiederum aus unserem Förderprogramm, die Sichtbarmachung wieder im öffentlichen Raum, auch das kann ich nachher nochmal sagen, hat das dann ja wieder in der Kontinuität weiterentwickelt. Also das ist auf jeden Fall die Reaktion, dieser Impuls von Lastenkarle, den haben wir auf jeden Fall immer wieder auch zurückgespiegelt bekommen. Das freut mich natürlich sehr. Danke. Super, danke. Jetzt, es gibt noch ein bisschen was im Chat, wenn Sie das nachlesen wollen. Die Sarah Meyer-Solu hat alle Fragen da auch mitverfolgt und beantwortet. Da können Sie gern auch noch mal nachlesen. Ich würde jetzt, Manuel, recht herzlichen Dank für deinen Vortrag und dass du dir Zeit genommen hast heute Abend. Ich würde weitergehen zum Herrn Fischer, der uns berichten wird vom Lastenradlieferprojekt lokal einkaufen und lokal und umweltfreundlich sich liefern lassen. Dabei ist auch der Herr Kuttley und der Herr Budwasch von Radkurier Karlsruhe, die nachher auch für Fragen zur Verfügung stehen. Herr Fischer, Sie dürfen sich den Bildschirm gerne teilen und dürfen loslegen. So, dann fange ich gerne an. Vielen Dank von meiner Seite auch nochmal für die Möglichkeit, hier auch mitzusprechen. Ich hatte es in der Vorbesprechung auch gesagt, so viel kann ich gar nicht dazu sagen, weil letztendlich die Arbeit machen andere bei uns. Die Arbeit machen die Radkurier Karlsruhe, die Arbeit machen The Local One. Sicher, die Initiative aus der Richtung, die können wir uns zuschreiben. Und dann steige ich auch mal direkt ein in die Thematik. Wir haben letztendlich ein Projekt ins Leben gerufen, um ja, ich sag mal, die Innenstadt oder für die Innenstadt, für die Unternehmen, für die Händler der Innenstadt ein zusätzliches Serviceangebot langfristig etablieren zu können. Und das machen wir aktuell über eine finanzielle Förderung, die wir den Unternehmen, den stationären Unternehmen in der Innenstadt in erster Linie zugutekommen. Wir, das City Marketing, das im Rahmen des Kooperationsmarketings, man sieht das im Logo auf der rechten Seite, aktuell mit drei Partnern arbeitet. Und wir sind in der Lage, über Marketingmittel eben ganz konkret Unternehmen in der Innenstadt zu fördern. Und dieser Punkt des Lieferservices ist aktuell eine Aktion. Es ist auch so ein bisschen austesten, was geht, weil wir ja in der Situation sind oder aus einer Situation jetzt gerade kommen, mit den Lockdowns, die wir jetzt hatten, wo auch der Einzelhandel sich ein wenig bewegen musste. Wir haben allerdings noch eine andere Historie, die kann ich auch hier gerade mit einblenden. Es ging nämlich eigentlich schon mit dem Thema grundsätzlich, mit dem Gedankenspiel los 2015. Dort hatten wir mal also nicht wir, damals war das noch ein Projekt der City-Initiative Karlsruhe eigentlich alleine, unterstützt auch noch damals vom Kooperationsmarketing, einen Lieferservice für die Karlsruher Innenstadt zu etablieren. Das Ganze hieß noch Mein Kalix. Damals war das Thema Lastenrad noch kein Thema. Da ging es auch um eine Autoflotte, die einzusetzen, um aus der Innenstadt dieses damals neue Thema Same-Day-Delivery, zumindest für den stationären Handel, neue Thema zu etablieren. Das ist nach ungefähr einem Jahr eingestellt worden. Aber wir haben dort und auch nicht nur wir, sondern eben auch die Radkurier Karlsruhe erste Erfahrungen gesammelt, was es denn heißt, aus der Innenstadt Einkäufe zu den Kunden zu transportieren.
Und das ist und war auch für die Radkuriere ein anderes Geschäft als normal. Und es ist es auch weiterhin noch, glaube ich. denn es geht jetzt nicht um die klassische B2B-Lieferung, sondern tatsächlich Einkäufe aus der Innenstadt von den Geschäften nach Hause zu liefern. Das ist ein bisschen andere Situation, ein anderes Geschäft als eben in der klassischen Radkurier-Tätigkeit. Wir haben das Thema, haben wir dann auch in dem, ja, als Ad-Hoc-Aktion im ersten Lockdown überlegt, was können wir noch machen, wie können wir die Unternehmen in der Innenstadt unterstützen. Nachdem alle hektisch erstmal geguckt haben, wie kommen wir noch überhaupt, wie können wir unser Geschäft überhaupt noch aufrechtzuerhalten und alles auf Bestellen umgeswitcht ist, war für uns eine Lösung, mit den Radkurieren zu sprechen. Das lief damals dann der Erstkontakt wieder über die City-Initiative Karlsruhe als unser Partner, mit den Radkurieren zu sprechen, ob man nicht wirklich ganz schnell aus dem, einen Lieferservice auf den Boden stampfen kann. Wir haben parallel dazu eine digitale Infrastruktur quasi mit einer Einfache auf die Beine gestellt über karlsruhe-erleben.de, das ist unsere zentrale Infoseite zur Innenstadt, und haben dort die Unternehmen gelistet, die dann auch entsprechende Kontaktmöglichkeiten hatten oder auch viele erst neu aufbauen mussten, telefonisch, online. Das war für die meisten Unternehmen ein kleiner Schock natürlich. Und dann war das aber eine Möglichkeit, auch wieder mit den Kunden in Kontakt zu kommen, mit den Kunden in Karlsruhe natürlich. Wir haben uns dann auch bewusst gegen eine Fahrzeugflotte entschieden, sondern haben gesagt, wir wollen, wenn wir das aufziehen, nachhaltig und nur mit dem Rad erstmal realisieren, auch wenn das natürlich Einschränkungen hinsichtlich der Erreichbarkeit bestimmter Kundengruppen auch mit sich bringt. Das heißt, wir sind auch Stadtgebiet Karlsruhe limitiert, aber wollten das auch erstmal nicht erweitern. Und haben dann ja wirklich in kürzester Zeit dieses Thema auf die Beine gestellt. Dann gab es eine zweite Förderrunde, die wir dann geplant oder planen konnten, besser planen konnten, auch mit den Radkurieren nochmal in Abstimmung, nämlich dann zum Weihnachtsgeschäft 2020 war ja dann zumindest die Hoffnung, dass sich alles wieder einigermaßen normalisiert hatte über den Sommer. Dann ging es aber schon wieder hoch. Und letztendlich wurde aus der geplanten Adventsaktion wieder eine Lockdown-Aktion, nämlich die zweite. So dass wir aus der Förderung, die wir eigentlich nur vom 24. November bis 24. Dezember laufen hatten, auch dann in Kooperation mit der Wirtschaftsförderung Karlsruhe letztendlich eine Verlängerung auch dieser Förderung auf die Beine gestellt haben. Und das Ganze lief dann als zweite Lockdown-Förderung bis März 2021. Im Anschluss daran ging es aber für uns auch darum, wie geht es weiter, weil auch da klar war, das Geld, was wir da zuschießen können, ist endlich. Wie können wir aber trotzdem das Thema weiterhin auch als Thema im Einzelhandel auch weiter fördern, weil wir es weiterhin als wichtigen Punkt erachten, dieses Thema mit auf der Karte zu haben, einfach als Serviceangebot, als wesentliches Serviceangebot. Und da gab es jetzt dann zwei Punkte, die neu dazu kamen, nämlich das erste, die Radkuriere selber haben ihr eigenes Förderangebot quasi komplett überarbeitet, sodass wir eine Möglichkeit hatten, mit neuen Preisen, mit neuen Lieferpreisen und einer dann für uns geringeren, aber dafür langfristig wirkenden Unterstützung damit weiter zu kooperieren. Das hatte letztendlich musste das oder war das für die Radkurier vor allen Dingen ein relativ großer Wurf, weil das tatsächlich eine komplette Neustrukturierung der Lieferkosten mit sich gebracht hat. Das heißt, es musste abgewogen werden, das Liefergebiet, es musste abgewogen werden, welche Ware in welcher Größe und welchem Gewicht kann man denn jetzt eigentlich und sollten wir auch eigentlich zu welchem Preis liefern. Und das war vorher eher eine pauschale Angelegenheit, dass er gesagt hat, komm, wir stellen was auf die Beine, machen das pauschal und gut ist. Dann kann man schauen, ob das jetzt das Buch ist oder letztendlich die 5 Säcke Grillkohle, ist dann eigentlich egal, aber das konnten wir eben nicht aufrechterhalten.
so dass das weitaus differenzierter dargestellt worden ist. Und gleichzeitig haben wir oder hat sich ergeben, dass The Local One den Markt betreten hat, kann man so sagen, ein Startup, drei Studierende vom KIT, die das Thema Lieferservice für sich auch als Startup-Idee entdeckt haben und auf uns zugekommen sind, weil die natürlich mitbekommen haben, dass es dort eine Fördermöglichkeit gibt, und wir haben die dann zu Beginn auch mit unterstützt. Erstmal nur ideell, aber dann eben ab April 2021 auch finanziell. Das heißt, die sind auch in diese Förderung mit eingestiegen. Die Local One hat sich spezialisiert auf den Bereich Lebensmittel. In erster Linie also vor allen Dingen halt auch Feinkostgeschichten. Jetzt noch keine Kühlketten-Sachen, aber alles, was abgepackt und eingeschweißt ist, oder auch die Kiste Bier, wird über The Local One geliefert. Die Vereinbarung jetzt läuft bis Oktober. Wir haben uns aber vorbehalten, das auch nochmal bis zum Jahresende verlängern zu können. Das hängt natürlich von der dann laufenden Förderhöhe ab, von unserem Geldtopf, der dann noch da ist, und wie das restliche Jahr jetzt auch bei uns läuft. Aber ich kann mir das gut vorstellen, dass wir das bis zum Ende des Jahres verlängern. Die Rakuriere, wie gesagt, die liefern das Stadtgebiet und die Region taggleich Bestellungen und Einkäufe aus, machen auch Retouren und Reparaturwaren Lieferungen. Man sieht hier ein nettes Bild vom Marktplatz mit einem sehr auch vollgepackten Fahrzeug. Das ist, glaube ich, jetzt nicht die Regel, aber es sieht gut aus. Von daher, genau, die sind auch jetzt hier anwesend. Thomas Kuttler ist mit auch da, der kann auch gleich noch bei konkreten Fragen, was das angeht, gerne noch konkreter auch antworten. Letztendlich haben wir hier zwei Lieferungen in zwei Größenklassen, und das Wesentliche, 80% aller Bestellungen aus den Erfahrungswerten, die wir jetzt gesammelt haben im letzten Jahr, abdecken. Die ganz großen Sachen haben wir nicht dabei. Die haben mir gesagt, die nehmen wir raus. Wir dürfen also das vom kleinen Paket bis zu der Standard-Einkaufstüte ist eigentlich so abgedeckt. Wir unterstützen das, jede Lieferung mit 1,80. Dadurch kriegen wir einen guten Einstiegspreis hin. Das heißt, die Unternehmen, die diesen Lieferservice anbieten, können das dann entweder nochmal vergünstigt weitergeben an ihre Kunden, oder der Preis ist dann so niedrig, dass gesagt wird, okay, ich nehme es auch mal auf die eigene Kappe und nutze es komplett als Marketingmittel oder Marketing-Tool, um eben den Kunden einen kostenlosen Lieferservice anbieten zu können. Initiative ist immer der Händler, der auf die Radkurve zugeht und sagt, ich habe hier eine Lieferung für meine Kunden. The Local One arbeitet ein bisschen anders, und die haben letztendlich, sind ausgehend von einem komplett eigenen Ökosystem, wenn man so möchte. Ich habe also eine Website, auf der ich bestimmte Waren mir zusammenstelle. Auch hier mit einem Lastenkarre-Fahrrad zu sehen. Da gibt es auch mittlerweile eine Kooperation mit IKEA. Was die das, glaub, der größere dahinter ist, glaube ich, der IKEA-Kasten. Letztendlich geht es darum, ich kann auf der Webseite mir einen Warenkorb zusammenstellen von verschiedenen Unternehmen. Die Waren werden vorher geliefert an The Local One, und die liefern dann die Warenkörbe entsprechend aus. Auch da gibt es das Finanzierungssystem ist da ein bisschen anders. Da gibt es also eine prozentuale Beteiligung. Weil es letztendlich einen Standard im Lieferpreis gibt, aktuell von 2,50 Euro, der immer anfällt für die Kunden, aber in dem Fall wollen wir ja nicht den Kunden das Geld geben, sondern den Unternehmen, den Beteiligten. Wir sind also an die Umsatzbeteiligung rangegangen und geben da eine Erleichterung für die Unternehmen, die sich da mit The Local One engagieren. Genau, und das ist es eigentlich auch schon. Und stehe jetzt gerne für Fragen zur Verfügung. Danke, Herr Fischer. Vielleicht eine Frage an den Herrn Kuttler oder an den Herrn Budwasch. Wie viele Touren haben Sie denn mit dieser Aktion? So, Verzeihung, jetzt habe ich gerade gemerkt, dass ich stumm war. Es kommt ein bisschen auf den Tag tatsächlich an. Wir hatten an Spitzentagen in der eben erwähnten Weihnachtszeit hatten wir durchaus bis zu 450 Sendungen am Tag. Das ist, ich sage es jetzt mal auf gut Deutsch, ganz schön viel Holz. Und es variiert zwischen 2 und 5 Touren. Wir machen das in einem schlauen Abhol.
Verkaufsprozedere und Verteilprozedere. Das müssen Sie sich so vorstellen, dass die Händler übermitteln uns digital ihre Bestellungen, die sie erfassen über ein Händlerportal. Wir sammeln alles ein, eine Abholtour, kommissionieren die Ware hier bei uns in der Südstadt, in der Nebeniusstraße und verteilen sie sozusagen auf den Nachmittag, auf die Nachmittagsfahrer und die rollen dann los und stellen dann die Sachen bis 20 Uhr zu. Also sie haben eine ganz klassische Sammel- und Sternverteillogistik, so wie man es aus anderen Städten und Konzepten auch kennt. Also unser Standort von IKEA in Karlsruhe ist in vielerlei Hinsicht besonders. Wir sind sehr nah an der Stadt, aber auch gut an die Autobahn angebunden. Und was noch ein viel größerer Vorteil ist, dass wir auch sehr gut an die Straßenbahn und eben auch an das Fahrradnetz angebunden sind. Uns war klar, dass wir für Karlsruhe ein besonderes Lieferkonzept brauchen, dadurch, dass wir den Vorteil haben, dass die Fahrradnetze so super zugänglich sind von allen Ecken und Enden der Stadt. Und haben da ein Projekt ins Leben gerufen mit der Dualen Hochschule, worüber die Jutta mal kurz noch was erzählt. Genau. Hallo, mein Name ist Jutta König. Ja, wir haben mit der Dualen Hochschule in Karlsruhe vor genau 2 Jahren schon gestartet. Da waren wir noch in den Kinderschuhen und haben uns überlegt, wie will der Kunde seine Ware nach Hause bringen? Braucht er wirklich das Auto? Braucht er nicht vielleicht die Straßenbahn? Will er überhaupt ein Fahrrad benutzen? Und rausgekommen ist, dass er auf jeden Fall gerne das Fahrrad benutzen möchte. In der Fahrradstadt sind wir herzlich willkommen, alternative Angebote mitzugestalten. Und so wird Herr Erit uns jetzt ein bisschen einführen. Perfekt. Ja, schönen guten Abend. Mein Name ist Sebastian Erit. In meinen Bereich fallen unter anderem die Lastenräder und die E-Trailer. Hier sehen wir eine kleine Auswahl. Also hier haben wir 2 von unseren 3 E-Trailern und 1 der 2 Lastenräder, die wir aktuell bei uns haben. Das Besondere bei uns ist, dass das super einfach die Handhabung ist für den Kunden. Er steuert das praktisch komplett selbst über die App von Freetrailer. Das ist ein Unternehmen, das ist schon in Skandinavien etwas etablierter und hat die Chance, unsere Neueröffnung genutzt, auch bei IKEA in Deutschland Fuß zu fassen. Und bei uns wurde das getestet für den deutschen Markt. Und das ist super toll einfach, ähnlich wie bei Hertz oder sowas, wenn das jemand kennt. Der Kunde lädt sich die App runter. Das ist sowohl für Android als auch für iPhone verfügbar. Er gibt dann seine Nutzerdaten ein. Er kann sich, wenn er möchte, direkt im Store selbst, da haben wir ein paar QR-Codes dann gezeigt, wo er dann auch direkt in den App Store dann kommt, wo er sich die App dann vorinstallieren kann. Da kann er dann schauen und sich eins der verfügbaren Produkte auswählen, wenn er möchte. Das ist alles bis dahin kostenfrei bei uns. Wenn er das von vornherein ein bisschen mehr Planungssicherheit haben möchte, dann hat er auch die Möglichkeit, seinen Einkauf zu Hause zu planen und dann auch das Shopping-Tool entsprechend zu buchen. Da wird dann für Freetrailer eine kleine Reservierungsgebühr fällig. Er kann auch, wenn er möchte, eine Versicherung dazu buchen oder eben das komplett kostenneutral ohne Reservierung oder Versicherung dann bestellen. Er hat dann insgesamt einen Zeitraum, also zu seinem Wunschabholtermin hat er dann 1 Stunde Zeit, das Produkt abzuholen. Danach wird die Reservierung ungültig. Wir haben gesagt, die 3 ersten, ähnlich unseren anderen Reservierungsregeln, damit es ein einheitliches Bild ist, sind die ersten 3 Stunden kostenfrei für den Kunden. Jede weitere Stunde würde dann 5 € kosten. Ja, das ist sehr einfach tatsächlich, für uns auch tatsächlich. Wir müssen da in der Regel gar nichts tun. Der Kunde macht es von alleine. Ab und zu ist mal jemand da und der braucht ein bisschen Unterstützung, wo wir ihm dann helfen, wie er sich in der App zurechtfinden kann. Der Kunde entsichert die E-Trailer oder die Lastenräder dann auch über Bluetooth braucht er. Das sind Bluetooth-Schlösser, sind die gesichert. Das kann er dann mit seinem Code, sobald die Reservierung gültig ist, kann er das damit öffnen und auch wieder verschließen. Die sind mit GPS getrackt, dass man das nachvollziehen kann, wo die Fahrzeuge sind. Er hat auch die Möglichkeit, sollte es Schäden geben oder ihm bei der Miete, beim Antritt fällt ihm auf, dass irgendwie ein Schaden vorliegt, kann er den direkt über die App auch melden. Das muss er gar nicht über uns machen. Dann geht die Info direkt an Freetrailer.
Wir haben da auch einen Kooperationsvertrag, dass die praktisch sich dann da selber drum kümmern. Also die machen auch für uns praktisch alles, also auch die Wartung, TÜV und so weiter und so fort. Fernwartung oder auch vor Ort kommen sie regelmäßig vorbei bei Bedarf und machen kleine Reparaturen oder tauschen Schlösser aus oder sowas. Wir im Store selbst hier haben auch die Möglichkeit, eine Administrations-App, also wir haben einen Admin-Zugang, da können wir jederzeit sehen, welche Räder sind denn schon vorreserviert, wenn ein Kunde Fragen hat, bevor er da eine Reservierung startet, dann können wir ihm das sagen. Wir sehen den aktuellen Batteriestatus der Schlösser, können wir sehen. Ja, also es ist für uns super einfach und sehr bequem, tatsächlich die Steuerung über die App. Das Einzige, was wir machen müssen, ist, dass wir abends dran denken, dann die jeweiligen Akkus von den Rädern auch dann zu laden. Das ist auch eine Sache, das geht im Sekundentakt, also den Ein- und Ausbau, das ist ganz einfach, kommt ans Ladegerät über Nacht und dann sind sie am nächsten Tag wieder startbereit. Ja, ansonsten... Da haben wir selber überhaupt keinen Zugriff drauf aktuell. Also die Firma Freetrailer stellt uns auf Wunsch Reportings zur Verfügung. Da hat man es gerade heute drüber gesprochen. Weil das läuft alles über den App-Betreiber, über Freetrailer. Wir selber haben jetzt noch keine Auswertung dahin bekommen. Also ja, wie man sehen kann, also wir hatten jetzt auch die ganze Zeit geschlossen. Jetzt läuft es auch langsam wieder an, jetzt wo wir wieder geöffnet haben können. Und in der Zeit, wo wir jetzt auf hatten, wurden die dann schon um die 250 Mal jetzt ausgeliehen. Ja, das macht auch die App tatsächlich. Also es ist ganz wunderbar. Da gibt es ganz, der Kunde wird da 1:1 durchgeführt über so ein Tutorial, wie er die wie die Handhabung halt ist und wie er kleine Mängel vielleicht hat, wenn die Bremse feststeht oder so, wie er das selber alles lösen kann. Ansonsten die Kollegen vor Ort, wir haben auch eine Schulung bekommen und könnten ihn dann dabei auch unterstützen. Aber idealerweise kann der Kunde das komplett für sich alleine, er reserviert das, er holt es ab und er bringt es wieder zurück und kann alles selbstständig lösen. Also es ist für uns wirklich sehr einfach und komfortabel. Da wurden wir gebeten, nicht darüber zu sprechen. Es ist jetzt aber, es ist erschwinglich, also es lohnt sich tatsächlich. Und wie gesagt, die Einfachheit für uns selbst, was die Hantierung angeht, wenn ich an die frühere Hantierung denke, im Idealfall brauchen wir nie einen Mitarbeiter dafür, außer mal die paar Minuten tatsächlich den Akku ausbauen und wieder anbauen. Ja, genau, die Fahrräder, das gehört alles uns. Fahrräder, Anhänger und so weiter, plus wir lassen die Steuerung an den Kunden. Das lassen wir über diese Freetrailer-App laufen. Die bekommen dafür natürlich auch eine kleine Gebühr. Sonst noch Fragen? Da scheint nicht so zu sein. Ja, das ist unsere letzte Folie der Präsentation. Also wir beenden mit einem Zitat von unserem Firmengründer. Das meiste ist noch nicht getan. Wunderbare Zukunft. Wir sind offen für viele Ideen, Kooperationen. Also wenn noch jemand gute Ideen hat, kommt gerne auf uns zu. Wir freuen uns auf die Zusammenarbeit mit der Stadt hier in Karlsruhe und mit den Partnern sehr, sehr gerne. Schön, dann danke Ihnen für den Einblick in die IKEA-Welt der Lastenräder und E-Lastenanhänger. Und wir würden jetzt mal kurz umswitchen zu einem ganz anderen Thema. Und zwar, was machen wir denn, wenn wir nun ein Lastenrad selber besitzen? Wo stellen wir das denn ab und wo können wir denn parken in Karlsruhe? Dazu wird uns Herr Ulrich Wagner vom Stadtplanungsamt Einblicke geben in Karlsruhe, wie denn das denn alles funktioniert. Herr Wagner, wir teilen Ihre Präsentation. Sie dürfen loslegen. Ja, dann von mir auch ein herzliches Willkommen an alle. Hören Sie mich? Ja, ne? Okay. Ja, Lastenräder, die SUVs der Zukunft. Die SUVs stehen viel rum. Herr Flure hat schon davon geredet. Wir müssen die Dinger natürlich auch abstellen. Wir müssen irgendwo wohnortnah, aber auch am Ziel gucken, dass wir vernünftige Parkierungsanlagen haben. Und das ist eine neue Herausforderung. Das Bild.
so war es halt eben bisher. Der klassische Abstellpunkt von Fahrrädern an der Hauswand, das funktioniert natürlich in engen Quartieren schon mit den normalen Fahrrädern nicht, weshalb wir einen großen Nachholbedarf an Fahrradständern auch für die normalen Räder haben. Aber das wird natürlich mit den Lastenrädern zusätzlich zu einem Problem. Natürlich kann man auch die Fahrräder am rechten Fahrbahnrand auf dem Parkplatz stellen, aber da zieht man sich doch oft den Unmut der Autofahrer an. Auf Antrag ist es möglich, dass man bei der Stadt nachfragt, dass auch Fahrradständer eingerichtet werden. Das wird im großen Stil schon längere Zeit gemacht. Das ist vielleicht auch schon aufgefallen, dass immer wieder Fahrradständer aufpoppen. Das Tiefbauamt macht etwa 500 Fahrradständer pro Jahr, die neu aufgestellt werden. Nächste Folie. Das waren bisher eben die Klassiker, die wir da aufgestellt haben oder die Kollegen da aufgestellt haben. Die sind im ganzen Stadtgebiet verteilt, präsent, aber die sind natürlich für Lastenräder nicht geeignet oder nur sehr, sehr bedingt geeignet. Aber das ist ja Wermutstropfen, die stehen halt jetzt und es wird natürlich lange dauern, bis wir da kontinuierlich dann einen Wechsel auch in diesen Fahrradständern hinbekommen. Nächste Folie. Bis dahin haben wir auch schon verschiedene Zwischenlösungen getestet. Wir haben hier auf der linken Seite, sehen Sie, ein System, das wir für uns entwickelt haben. Da müssen wir eben diese Bügel, die eben für Lastenräder auch optimal sind, nicht einbetonieren, was aufwendig ist und was auch Kosten verursacht. Und gerade hier haben wir ja ein Beispiel aus der Innenstadt, aus der Fußgängerzone, wo sich eben noch viel ändert, auch gar nicht möglich ist. Und diese temporären Bügel, die haben wir jetzt immer wieder mal in der Stadt eingesetzt. Das ist eine Sonderanfertigung, die wir in Karlsruhe entwickelt haben. Praktisch oder einfach wäre auch, was wir in der Mitte sehen, einfach Flächen zu markieren. Das ist, glaube ich, hier vom Basislager. Das auch schon in Schrägaufstellung, damit es eben auch für längere Fahrräder nutzbar ist oder für Lastenräder nutzbar ist. Aber das ist natürlich kein Diebstahlschutz und auch keine sichere Abstellung. Gelegenheit, genauso wie halt das rechte Bild der Standard bei bestehenden Anlagen, die eben für normale Räder gedacht sind, einfach in Verlängerung sich aufzustellen, was hier in den Strahlenstraßen sehr viel gemacht wird. Besser ist es dann schon, wenn wir jetzt die neuen Anlagen bauen, dass wir hier gleich auf diese Bügel setzen. Wenn die jetzt so wie jetzt hier in Schulzeiten eben stark ausgelastet ist, haben wir dann natürlich von den Lastenrädern oft nicht die Möglichkeiten. Die räumlichen Randbedingungen hier waren auch leider etwas begrenzt. Das ist hier beim Bereich Lessing-Gymnasium Gutenbergplatz durch die Breite der alten Parkbuchten zwischen den Bäumen war halt eine Verbreiterung der Fahrgasse in der Mitte eben nicht möglich. Aber gerade bei Markttagen sieht man auch, dass hier immer wieder die Lastenräder eben dann doch besser abgestellt werden. Zukünftig wollen wir uns dann schon sehr stark hier auch an diesem Berliner Modell orientieren, dass eben diese Schrägaufstellung, diese Verlängerung ermöglichen, also auch längere Fahrzeuge dort abzustellen. Das ist in Berlin als Beispiel für die Umnutzung von Parkplätzen gedacht. Da passen dann eben auch Lastenräder rein. Aber es ist natürlich auch übertragbar für alle Abstellanlagen, wenn man halt nicht diese große Tiefe hat, die man eigentlich bräuchte. Hier oben dargestellt sieht man auch dann schon die Sonderbeschilderung nach STVO. Da sage ich nachher noch was zu. Das nächste Bild bitte. Hier ist jetzt so mal ein Beispiel, wo wir das jetzt nach dieser Skizze neu durchgeplant haben, jetzt nicht unter Wegnahme eines Parkplatzes, aber eine Grünfläche, wo jetzt eben kein Baum drin war, aus diversen Gründen auch keiner sein konnte. Auch hier haben wir diese Schrägaufstellung genutzt. Der Radfahrstreifen, den Sie hier noch in dem Bild sehen, der noch entlang der Häuser geführt wurde, ist mittlerweile auf die Straße gelegt als Fahrradstreifen und damit haben wir auch nach hinten etwas mehr Luft. Und gerade heute kam das aktuelle Foto rein, deshalb hatte ich das noch einfügen lassen. Das wäre dann das nächste Bild.
die Anlage ist fertig. Ich bin heute mal vorbei, die ist auch mittlerweile stärker ausgelastet. Das ist halt im, ja, damit wären eben auch möglich, die Abstellanlagen für Lastenräder zu nutzen. Das nächste Bild wäre dann natürlich das, sagen wir mal, das High-End-Produkt der sicheren Abstellmöglichkeit, eben eine echte Anlage zu bauen, ein Fahrradparkhaus. Die meisten werden das kennen. Das ist die neue Fahrradstation im Hauptbahnhof Süd. Das ist tatsächlich halt die High-End-Version einer Fahrradabstellanlage, sicher abgeschlossen. Ich habe hier leider kein Foto gehabt von dem Bereich der Lastenräder. Wenn Sie also dieser roten Linie am Boden folgen würden, kommen Sie dort in einen Bereich, der speziell für Sonderfahrräder, Lastenräder, Gespanne und so weiter ausgelegt ist. Also auch für einen größeren für einen größeren Bedarf. Also in diesem Fahrradparkhaus waren ursprünglich mal 40 Autos gestanden. Jetzt haben wir dort eben den Platz für fast 700, 670 sind es, glaube ich, Fahrräder und Sonderfahrräder. Sowas haben wir auch für die Innenstadt vor. Das wird noch etwas dauern, aber wir hoffen, dass wir das in den nächsten Jahren realisieren können, dass wir auch in der Innenstadt ein Fahrradparkhaus schaffen. Auch da denken wir über eine Umnutzung von bestehenden Parkhäusern nach. Also mein Traum wäre da schon den Friedrichsplatz als zentrales Parkhaus, das obere Parkdeck eben in dieser Art umzugestalten. Das werden wir noch sehen. Ja, bis dahin müssen wir mal gucken, dass wir auch ebenerdig vernünftige Anlagen schaffen. Also alles, was wir an neuen Anlagen überdacht bauen werden oder die Kollegen vom Tiefbauamt, wird dann eher in der Richtung aussehen. Das ist jetzt hier auch eine ganz neue Anlage im Rahmen der neuen Straßenbahnstrecke, also als Bike-and-Ride-Anlage finanziert. Das Dach fehlt noch, aber auch hier sehen Sie die große Tiefe, die Abstände der Bügel und eben die Möglichkeiten, Lastenräder dort auch abzustellen, die verschiedenen Formen der Lastenräder. Ja, was an allen Anlagen noch fehlt, haben Sie jetzt vielleicht gemerkt, das ist das nächste Bild, das Sonderzeichen. Das ist jetzt ganz neu in die StVO reingekommen. Es fehlt noch die VWV zur StVO, so meine letzten Informationen. Deshalb ist es bei uns in Karlsruhe noch nicht angeordnet. Wir sind hier nicht nur die Stadt des Fahrrads, sondern auch die Stadt des Rechts. Und das Ordnungsamt achtet schon darauf, dass es formell auch gut ist und wir dieses Schild auch tatsächlich dann verwenden dürfen. Also wir werden die VWV noch abwarten. Einige Städte sind da schon ein bisschen vorangeschritten. Soweit zum Thema Abstellanlagen für Lastenräder. Dankeschön, Herr Wagner. Es gibt Fragen im Chat. Herr Dr. Schröder fragt, gibt es tatsächlich einen richtigen Antrag, den man einfach stellen kann und der dann immer umgesetzt wird? Es geht um den Parkplatzumnutzung. Was ist, wenn kein Platz vorhanden ist, wie auf dem ersten Bild? Wer umgenutzt, das sieht man immer wieder im Stadtgebiet. Also wir nutzen auch Parkplätze um. Das ist auch im VEP so festgelegt. Also es gibt keinen formellen Antrag. Man kann sich beim Tiefbauamt oder beim Stadtplanungsamt melden. Es ist aber eine längere Liste da als Fahrräder, als das Tiefbauamt im Jahr realisieren kann. Es ist schon ein gewisser Aufwand. Es müssen natürlich vor Ort die Sachen sich genau angeguckt werden. Sie haben gesehen, es muss ein kleines Plänchen erstellt werden. Also es ist nicht immer ganz so einfach. Aber grundsätzlich versuchen wir, die Wünsche aus der Bevölkerung auch zu realisieren. Wie gesagt, nicht immer so zeitnah, wie es gewünscht wird. Das kann dann auch schon mal eine Zeit lang dauern. Aber sie werden so nach und nach abgearbeitet. Und wie gesagt, auch zunehmend nehmen wir dafür Kfz-Stellplätze in Anspruch. Entschuldigung. Es gibt eine Frage noch von der Frau Meyer-Sulu. Reichen die gezeigten Anlehnbügel, da ging es eher um den Bereich an der Lessing-Schule, um auch Fahrräder mit Anhänger abzustellen, ohne dass der Anhänger zu weit nach außen ragt und andere stört?
Das ist in der Tat an der Stelle schon ein Problem. Also gerade mit Anhängern für die normalen Lastenräder passt. Die Fahrgasse war eben bestimmt durch die Breite dieser ganzen dieser Parkbucht oder dieser Parkbuchten. Wir haben dort auch nochmal zur ersten Frage von Herrn Schröter. Das waren an der Stelle, ich glaube, zwei oder drei solche Parkbuchten, die von beiden Seiten beparkt werden konnten, die wir da weggenommen haben. Das sind also tatsächlich Parkplätze gewesen in einem hochverdichteten Stadtteil, wo auch durchaus Parkplatzbedarf da war. Also wir haben es trotzdem gemacht, haben dort Parkplätze weggenommen. Und an der Stelle haben wir auch eher darauf geachtet, dass möglichst viele Fahrräder abgestellt werden konnten, weil dort der Bedarf durch die Lessing-Schule auch sehr hoch ist und durch den Markt auf dem Gutenbergplatz. Wir versuchen jetzt in Zukunft eher nach dem Berliner Vorbild dann auch eine Schrägaufstellung, weil dann dieses Rausragen nach hinten und das Anfahren der Stellplätze etwas besser ist. Also gerade wenn man halt, das ist wie mit dem, wenn Sie ein langes Fahrzeug haben, also einen Sprinter oder sowas und versuchen, in einen Senkrechtparkplatz reinzukommen und die Fahrgasse ist zu schmal, genau so ist das eben mit den Lastenrädern auch, wenn die einen langen Radstand haben. Deshalb sind Schrägaufstellungen da doch besser. So, danke schön, Herr Wagner. Gibt es weitere Fragen? Dann bitte ich um das Handzeichen im Chat. Ich sehe gerade auch, da wird nochmal gesagt, häufig werden diese auch abgelehnt. Das mag sein, kann passieren. Da sind wir auch im Prozess, sage ich mal. Wir sind gerade auch dabei, das ganze Fahrradförderprogramm neu aufzustellen. Und dort versuchen wir dies auch tatsächlich zu institutionalisieren, dass also zukünftig die Ablehnung auf städtischer Seite nicht so einfach wird, sondern die dann auch begründet werden muss. Aber das ist jetzt noch Zukunftsmusik. Im Augenblick versuchen wir schon, möglichst viele Wünsche auch umzusetzen. Wie gesagt, alles geht nicht, schon aus Kostengründen. Herr Kutley oder Herr Budwasch, einer von Ihnen hat sich noch zu Wort gemeldet. Ja, es ist ja auch mehrmals das Wort Berliner Modell gefallen. Da wäre die Frage von meiner Seite, wird da auch von den Behörden auch vielleicht auch so ein Blick über die Landesgrenze hinaus? Gibt es sowas? Schaut man da zum Beispiel auch in Städte wie, ich sage jetzt mal Amsterdam oder Kopenhagen, wie die ähnliche Mobilitäts- und Abstellkonzepte realisieren und versucht man sich das zu anzuschauen und vielleicht nachzudenken, ob das vielleicht eine Option für Karlsruhe ist? Ja, sicher. Viele Ideen, die wir hier bauen und umsetzen, haben ihren Ursprung oder ihre Anregung auch aus Kopenhagen, aus Amsterdam und aus vielen Städten. Was man halt sagen muss, dass diese Städte, also jetzt insbesondere Holland, eine ganz andere Historie haben, auch eine ganz andere Entwicklungshistorie und eine ganz andere Akzeptanz. Da haben wir erstmal die letzten Jahre viel dran arbeiten müssen. Also man kann nicht 30 Jahre autogerechte Stadt mit einem Beschluss umlegen, aber im Gegensatz jetzt zu manch anderen Städten sind wir jetzt halt mittlerweile immerhin schon seit 15 Jahren dran. Und ich glaube, das, was wir in den 15 Jahren geschafft haben, ist schon ein ganz guter Ansatz. Wir haben ja auch die Radverkehrsanteile am Model Split verdoppelt in diesen 15 Jahren. Also ich denke, und das war natürlich, was Sie sagen, auch mit dem Blick nach draußen, mit dem Blick in die Fahrradstädte in Deutschland, aber auch außerhalb von Deutschland. Es ist sogar ganz am Anfang der ganzen Kampagne in 2000, weiß nicht mehr genau, also relativ am Anfang ist sogar der Planungsausschuss mal, damals war es Reisen noch, des ganzen Ausschusses leichter möglich, nach Kopenhagen und nach Amsterdam gefahren, damit wir unsere Politiker auch vor allem überzeugt bekommen. Die Planer sind natürlich sehr intensiv in Kontakt mit den mit den Planern in anderen Städten. Auch da ist eine ganz gute Vernetzung da. Ja. So, danke schön, Herr Wagner. Es sind keine Fragen mehr im Chat. Ich sehe auch kein Handzeichen. Wir hören Sie ja gleich nochmal, wenn es um das Thema Förderung geht.
Und ich habe eben gerade gesehen, dass dieses lila Fahrzeug jetzt auch sichtbar wäre über eine Präsentation. Von daher nochmal die Frage, Herr Bertsch, die Bitte, Ihren Vortrag jetzt zu starten. Genau, wir machen es eigentlich auch relativ kurz. Also erstmal vielen Dank, dass ich hier heute teilnehmen darf. Ich glaube, die Einladung ist ja entstanden, glaube ich, über den BNN-Artikel, glaube ich, den es gab. Und es stellen in ganz kurzen Worten und gerne auch sehr viele Fragen dazu und Gedanken unseren Pilot der Expresslieferung vor. Das ist in Karlsruhe das erste Mal, dass wir das überhaupt ausprobieren. Ich glaube, DM ist mehr oder weniger den meisten wahrscheinlich ein Begriff. Und wir sind ja, also Karlsruhe ist ja auch unsere Heimatstadt. Der erste DM-Markt wurde in Karlsruhe eröffnet. Und deswegen ist das auch immer wieder eine Pilotstadt, um für uns die Prozesse im Detail zu erproben mit den Filialen und die Expresslieferung eben, dass sie eben jetzt möglich macht, praktisch einen Same-Day-Delivery-Ansatz zu haben, der auch sehr nachhaltig, beziehungsweise praktisch mit einem Velo-Carrier, wie wir das nennen, also ein Lastenfahrrad, transportiert wird. Wir können gerne mal weitergehen, dann sehen wir auch gleich ein paar Bilder. Genau so sieht es vielleicht in der Stadt aus oder wenn es bei Ihnen ausgeliefert wird, ist es praktisch, Sie können die Expresslieferung in der ersten Stufe jetzt heute bis 16 Uhr bestellen, haben dann die Möglichkeit, dass es am gleichen Tag noch geliefert wird. Wenn Sie unter 49 Euro bestellen, dann verlangen wir einen Aufpreis von 7,95 Euro. Wenn Sie über 49 Euro bestellen, immer noch einen kleinen Aufschlag von 3 Euro. Das liegt einfach dahin, dass wir die Kosten durchaus in einer gewissen Art und Weise auch noch weitergeben möchten, weil ja die Fahrer auch in einer gewissen Form entlohnt werden. Und je nachdem, wie die Warenkorbwerte sind, sich das eben in der Kalkulation ein bisschen verschiebt. Die nächste Phase wird auch hier sein, dass wir das Lieferzeitfenster ausweiten. Das heißt, dass Sie wahrscheinlich jetzt, also es ist relativ live, was wir jetzt berichten, weil wir es jetzt vor wenigen Wochen erst begonnen haben, dass wir jetzt die Lieferzeit ausweiten. Das heißt, Sie können zukünftig dann bis 18 oder 19 Uhr bestellen. Wir bringen es dann auch am selben Abend noch vorbei. Es ist die Überlegung, mit Lieferzeitfenstern zu arbeiten, dass Sie sagen können, ich möchte zu einer bestimmten Zeit haben, ja, je nachdem, wann Sie zu Hause sind. Und da probieren wir jetzt fröhlich ein bisschen rum und haben eigentlich damit jetzt eigentlich eine komplett nachhaltige Transportart gefunden, experimentieren auch damit, gar keine Verpackungen mehr zu machen, also praktisch in Boxen oder Pfandboxen das auszuliefern. Das wird dann der nächste Schritt sein, um auch möglichst umweltneutral das dann darzustellen. Wir können auch nochmal eins weiterklicken. Ich glaube, vom Prozess her ist es relativ simpel. Ja, Sie können in der App gehen. Wenn Sie nochmal eins weiterklicken, dann sieht man, kann man bei der Lieferzeit einfach auswählen. Hier ist es jetzt ein Warenkorb, der praktisch unter 49 Euro ist. Das bedeutet, Sie können das auswählen. Wird auch geliefert direkt aus einem Markt heute hier. Und also machen im Moment auch sehr, sehr gute Erfahrung damit auf Basis der Kundenrückmeldung. Wenn noch eins weitergehen, haben wir eine ganz kurze Zusammenfassung auch mal geschrieben. Ja, also seit KW16 haben wir jetzt angefangen. Die Rahmenbedingungen hatte ich gerade erzählt. Wir liefern im Moment aus einer zentralen Packfiliale in der Karlsruher Innenstadt. Das liegt einfach daran, dass wir da die Kapazitäten vorhalten und das zentral praktisch das mehr oder weniger das ganze Stadtgebiet Karlsruhe bis eigentlich hoch nach Waldbronn auch beliefert werden kann. Ich glaube, es kommen noch zwei Bullet Points. Genau, danke. Im Moment wird es sehr gut angenommen. Also wenn man mal auf die Stadt Karlsruhe bezieht, ja, sind schon heute 8% aller Bestellungen reine Expresslieferungen. Die Wiederbestellquote ist sehr gut. Also Kunden, die es einmal ausprobiert haben, nutzen es auch regelmäßig wieder und machen praktisch ihren Haushaltseinkauf. Damit dann ohne den Besuch eines Marktes, aber glücklicherweise trotzdem dann bei DM. Und es wird auch so sein, dass wir dieses Format mit einzelnen Optimierungen, auf die ich gerade schon eingegangen bin, auf weitere Städte ausweiten. Und was wir hier immer versuchen in unserer Heimatstadt, ist eigentlich die Prozesse zu optimieren, genau zu schauen, wie läuft der Pick-and-Pack-Prozess im Markt, wie läuft die Auslieferung, wie viele Räder
brauchen wir, um welche Zeit anzubieten, um dann zu sagen, okay, ab einem gewissen Projektstatus kann man es auch dann in anderen Städten probieren, die vielleicht eine größere Bevölkerungsdichte dann auch haben. Dann können immer gleich mehr Menschen pro Umfeld das auch in Anspruch nehmen. Probieren Sie es gerne aus. Also ich freue mich auch über jede einzelne Rückmeldung. Ich probiere es selber eigentlich relativ häufig gerade aus. Es liegt aber ein bisschen in der Natur der Sache. Wir glauben auch, dass das gerade im Stadtverkehr auch zu einer Entlastung führen kann, dass es trotzdem ein sehr guter Service sein kann für unsere Kunden, die dann ein schnelles und auch umfangreiches Angebot annehmen können und bieten eigentlich das ganze Sortiment an, das Sie heute auch bei uns in einem der hoffentlich wohlbekannten DM-Märkte finden können. So viel in Kürze und super gerne gehen wir vielleicht auf die Fragen im Chat ein. Herr Petsch, recht herzlichen Dank für den Vortrag. Es gibt auch Fragen im Chat. Ich lese sie gerne vor. Welche Produkte werden bisher vor allem darüber geliefert? Im Moment ist es es ist schon so, dass es tendenziell eher, wir würden sagen, Versorgungsartikel sind. Also Artikel, die Sie zum Beispiel brauchen für Ihren Haushalt. Wir sehen auch, dass Familieneinkäufe, da lohnt sich das natürlich. Gerade Mütter oder Väter, ja, mit jungen Kindern oder Familien haben relativ wenig Zeit und sparen sich die Zeit. Und deswegen sind es maßgeblich Artikel rund um die Versorgung Lebensmittel. Gerade wir haben sehr großes Sortiment an Bio- und veganen Produkten. Das wird auch sehr, sehr gut angenommen. Dann, es ist weniger an Mascara, den man sich jetzt express zustellen lässt. Ja. Okay. Wer sind denn die Fahrer? Sind die bei DM angestellt oder sind es externe? Der Fahrer hier in Karlsruhe ist praktisch ein Partnerunternehmen, mit dem wir zusammenarbeiten. Die derzeitige Idee ist, dass wir verschiedene Partner anbinden können unter gewissen Rahmenbedingungen, die wir mit den Partnern vereinbaren. Wichtig ist, dass wir eine faire Bezahlung im Endeffekt der Fahrer haben, dass das alles auch nach gewissen Standards für uns geregelt wird. Das ist uns aus Unternehmenssicht wichtig. Aber es wird schon so sein, dass wir nicht sagen, es wird nur ein einziges Unternehmen sein. Das ist einfach aufgrund der Größe und verschiedenen Städten da nicht möglich, sondern wir wollen in verschiedenen Städten zumindest ein, zwei oder auch drei Partner anbinden können. Dankeschön. Gibt es noch weitere Fragen? Es gibt ein paar Reaktionen darauf, Herr Petsch, die können Sie selber auch noch mitlesen im Chat. Ja, und Sie als Teilnehmende natürlich auch, weil es an alle gerichtet ist. Gibt es sonst noch weitere Fragen? Ja, Carsten, ich wollte mal fragen, was das für ein Fahrradhersteller ist, weil die haben ja so extrem kleine Räder. Das war für mich schon mal was Interessantes, Neues zu sehen. Ob Sie da noch was zu sagen können? Genau, also der Hersteller, der Partner VeloCarrier hat, diese Fahrräder sind extra konzipiert für sowas. Also es ist wirklich so Auslieferfahrräder. Der hat es auch selber gebaut, frühere Logistikunternehmer. Ähnlich, sie gibt es hier in Karlsruhe auch UPS-Räder, die ein bisschen ähnlich konzipiert sind und die werden wirklich für solche kurzen Dienstfahrten im Endeffekt wurde das konzipiert. Andere Händler nutzen auch diesen Anbieter in anderen Städten mit diesen Fahrrädern. Schön. Keine Fragen mehr im Chat und auch keine Handzeichen. Das heißt, recht herzlichen Dank, Herr Petsch, für den kurzweiligen Einblick in Ihre Idee, Ihre Waren zum Kunden zu bringen. Schöne Idee. So, jetzt sind Sie alle auf den Geschmack gekommen und wollen sich so ein Lastenrad kaufen. Ich kann Ihnen sagen, nicht ganz günstig oder billig, aber möglich. Was für Möglichkeiten der Förderung es denn gibt, wenn Sie sich für ein Lastenrad entscheiden, das wollen wir nun in den letzten zwei Vorträgen Ihnen vorstellen. Dazu ist Herr Becker da von den Stadtwerken, die ein eigenes Förderkonzept dafür haben. Und im Nachgang wird der Herr Wagner nochmal berichten, was es bisher in Karlsruhe schon gab und was es vielleicht auch zukünftig an Förderung von der Stadt Karlsruhe für die Lastenräder geben wird. Herr Becker, bitte. Ja, guten Abend auch nochmal von meiner Seite. Es freut mich, heute Abend die Stadtwerke Karlsruhe hier bei dem Themenabend zu vertreten
Und das Thema ist wirklich sehr wichtig für die Stadtwerke Karlsruhe. Deswegen freue ich mich auch besonders, dass meine Bereichsleiterin heute mit dabei ist, die Iman Elson-Barti, und auch mein Abteilungsleiter Egmont Neurer und auch mein Sachgebietsleiter Tobias Bullinger. Vielen Dank erstmal für die tollen Vorträge, weil man merkt einfach, es macht auch Spaß, wenn die Unternehmen davon auch überzeugt sind und auch aktiv der Mobilitätswende hier zutun. Genau, ich würde erstmal kurz was zu den Stadtwerken Karlsruhe erklären oder kurz was erzählen. Wir sind hier der regionale Energieversorger, aber wir machen weitaus mehr als nur Energie zu verkaufen, sondern wir sind auch für die Region da. Wir versuchen hier natürlich auch gerade in Zeiten von Corona auch die regionalen Unternehmen zu unterstützen. Zum Beispiel machen wir auch tolle Sponsoring-Aktionen für Vereine und versuchen halt wirklich auch immer den Bezug zur Regionalität zu gewährleisten. Und zudem sind uns natürlich auch die Punkte wichtig, dass uns die Kunden vertrauen können, dass wir halt zuverlässig unterwegs sind und dass sie von uns auch immer genau wissen, okay, von uns gibt es jetzt keine Unterbrechung in der Stromversorgung. Und wenn es eine gibt, dass wir da auch sofort rangehen und hier gewährleisten, dass unsere Kunden weiter mit Strom versorgt werden. Was uns halt auch besonders am Herzen liegt, ist auch die Umwelt, also besser gesagt der Umweltschutz und die Nachhaltigkeit. Da haben wir auch eine ganz tolle Umweltschutzabteilung. Diese setzt sich auch wirklich aktiv in Karlsruhe dafür ein, macht tolle Aktionen, wie zum Beispiel auch das Sammeln von Plastikflaschen, aber auch andere Aktionen, um hier auch nochmal wirklich aktiv dazu beizutragen, in Karlsruhe nachhaltiger unterwegs zu sein. Und sonst bieten wir natürlich auch eine tolle technologische Kompetenz an. Viele verschiedene Dienstleistungen, innovative Dienstleistungen von der PV-Anlage bis zur Wallbox ist bei uns alles vertreten. Ich wollte Ihnen jetzt nur mal einen kleinen Einblick geben. Falls Sie natürlich noch Interesse haben, da die Dienstleistungen anzuschauen, besuchen Sie uns doch gerne auf stadtwerke-karlsruhe.de, weil hier in dem Rahmen reicht die Zeit dann leider nicht aus. Wir sind auch mit dabei beim Karlsruher Klimaschutzkonzept und gestalten damit auch die Mobilitätswende aktiv mit. Und das ist einfach eine wunderbare Sache, das als kurzer Einstieg. Und jetzt zu unserem Förderprogramm. Unser Förderprogramm der Stadtwerke Karlsruhe sieht aktuell vor, wir fördern E-Bikes, E-Lastenräder und E-Roller mit jeweils 100 Euro. Wir möchten hierbei unseren Kunden auch den Anreiz geben, hier den Umstieg auf die E-Mobilität auch aktiv anzugehen. Aktuell haben wir zwei teilnehmende Händler, die an unserem Förderprogramm teilnehmen. Das ist einmal der Zweirad-Eiker, unser Spezialist für E-Bikes und E-Lastenräder, und noch des Zweiradzentrums, unser Spezialist für E-Roller. Aber dieses Portfolio wird dann noch erweitert. Wir sind dann dabei, noch weitere regionale Händler, lokale Händler dazu zu bekommen. Natürlich wollen wir unsere Händler hier auch unterstützen, aktiv, aber möchten dadurch natürlich auch die umweltfreundliche Mobilität in Karlsruhe weiter voranbringen. Warum speziell die Lastenradförderung? Wir haben es ja schon in den tollen Vorträgen gehört, aber hier dann auch noch mal, wir sind der Überzeugung, dass das eine tolle Alternative fürs Auto ist im städtischen Verkehr. Jeder, der in der Karlsruher Innenstadt schon mal unterwegs war, im Feierabendverkehr weiß, es macht keinen Spaß, mit dem Auto da im Stau zu stehen, zum Beispiel auf der Kriegsstraße. Am besten ist es dann noch ein bisschen warm und der Puls ist auf 180. Das ist ja alles nicht entspannt. Und mit einem E-Lastenrad kann man dann zum Beispiel auch völlig stressfrei durch die Straßen fahren, vor allem durch die Karlsruher Innenstadt, und da auch die kleinen oder größeren Einkäufe erledigen. Und der Herr Wagner hat es ja schon angedeutet mit den Parkplätzen, wenn man da dann auch weiter vorankommt und tolle Möglichkeiten schafft, dass die Menschen dann auch die Lastenräder sicher abstellen können, dann ist das einfach wirklich eine attraktive Alternative auch fürs Auto im städtischen Verkehr. Und im besten Fall wird dadurch dann auch der städtische Verkehr sukzessiv reduziert. Ja, man kennt es an den Beispielen wie aus Amsterdam oder Kopenhagen, dass da halt wirklich in der Stadt selbst keine Autos mehr unterwegs sind. Okay. Das macht das städtische Bild sehr schön. Genau. Und wir sind der Überzeugung, E-Mobilität macht natürlich nur Sinn, diese dann auch mit Ökostrom zu betreiben. Hier unten ist jetzt quasi ein E-Auto eingeblendet, aber das ist einfach allgemein für die E-Fahrzeuge
plus unseren Ökostrom. Somit können wir das Ganze auch gewährleisten, dass wir da in die richtige Richtung unterwegs sind, CO2-emissionsarmer für eine nachhaltige und bessere Zukunft natürlich auch. Und wir möchten mit unserer Förderung hier einfach auch den Menschen zum Umdenken bewegen und hier auch einfach noch einen kleinen finanziellen Anreiz setzen. Kurz zum Ablauf, so erhalten Sie unsere Förderung. Entweder schließen Sie einen neuen Ökostromvertrag ab, falls Sie noch keinen haben, oder Sie verlängern einen, falls Sie schon einen haben, um weitere 12 Monate. Dann können Sie Ihr Elektrolastenrad bei einem unserer Partner aussuchen und nicht nur aussuchen, sondern auch vor Ort erleben. Dann einfach mal eine Runde Probe fahren und wenn es Ihnen gefällt, können Sie das Ganze natürlich gerne kaufen bei unserem Händler. Dann müssen Sie nur noch unseren Förderantrag ausfüllen, diesen dann plus Rechnung an uns senden und dann bekommen Sie von uns die 100 € Förderung überwiesen. Ganz kurz nochmal, das ist unser Flyer unseres aktuellen Förderprogramms. Sie sehen schon, der Rocker vor dem Karlsruher Schloss, da ist er auf dem E-Bike unterwegs und gefördert werden bei uns alle Stromkunden der Ökostromtarife Naturstrom, Naturstrom Online, Partnerstrom Natur. Natürlich können Sie auch alles nochmal gern auf unserer Homepage nachlesen, falls Sie da noch detailliertere Infos bräuchten. So, jetzt, was macht unseren Ökostrom der Stadtwerke Karlsruhe denn so besonders? Wir sind wirklich stolz darauf und haben halt unsere qualitativen Ansprüche so hoch gestellt, dass wir halt nur noch aus 100% erneuerbaren Energien, erneuerbaren Quellen Strom beziehen. Wir haben keine Beteiligung an Atom-, Braunkohle- oder Steinkohlekraftwerken und bieten den Tarif auch zu wirklich fairen und verbraucherfreundlichen Konditionen an. Das Besondere dabei ist, unser Ökostromtarif ist von OK Power zertifiziert und OK Power führt bei uns auch jährlich Audits durch, um hier auch nochmal die qualitativen Ansprüche nochmal zu bewerten und nochmal erneut zu zertifizieren. Da sind wir auch besonders stolz drauf. Und falls ich jetzt hierbei Ihr Interesse geweckt habe, können Sie uns natürlich gerne auf swka.de/naturstrom besuchen. Da kriegen Sie dann noch genauere Informationen. Jetzt noch eine kleine Sache, finde ich wirklich toll. Und zwar bei jedem Abschluss von einem Naturstromtarif wird ein Baum gepflanzt. Da haben wir eine Baumpflanzaktion, die findet einmal im Jahr, also im Frühjahr statt. Und hier hat halt jeder Kunde die Möglichkeit, der einen Naturstromvertrag abgeschlossen hat, hier mit seiner Familie zum Beispiel auch bei diesem Event teilzunehmen und hier einen eigenen Baum zu pflanzen. Und das ist natürlich toll, wenn da die Kunden dann auch wirklich aktiv zur Aufforstung beitragen können, ihren eigenen Baum pflanzen können und hier auch was für die Ewigkeit, also hoffentlich für die Ewigkeit pflanzen. Genau, und aktuell haben wir schon circa 5000 Bäume in Karlsruhe gepflanzt. Ich hoffe, es werden noch viel mehr und dass wir da dann weiterhin tolle und grüne Wälder in Karlsruhe haben. Genau. Wunderbar. Ich danke Ihnen für die Aufmerksamkeit und hoffe, Sie konnten ein bisschen was mitnehmen von dem Vortrag. Und falls Sie jetzt noch Fragen oder Anmerkungen haben, können Sie diese gerne stellen. Dankeschön, Herr Becker. Wir merken uns, 100 € kriegen wir schon mal gefördert. Jetzt, Herr Wagner, was könnten Sie denn möglichen Lastenfahrradkäuferinnen und Käufern anbieten? Ja, aktuell direkt zum Überweisen nicht, im Gegensatz zum Herrn Becker. Für uns ist auch die Intention vielleicht eine etwas andere. Haben Sie meinen Vortrag schon aktiv? Da kommt er gerade. Ich möchte mich ein bisschen entschuldigen. Der Vortrag wird jetzt ein bisschen trockener. Ist schade. Last but not least, der letzte Vortrag ist etwas trockener. Aber hier geht es dann doch mehr um die Zahlen und nicht nur um die Infos dahinter und nicht nur um die das, was man dann draußen sieht. Das Bild, was Sie hier sehen mit dem Herrn Flurer im Vordergrund, das war eben unsere große Lastenrad-Förderaktion, zu denen ich Ihnen jetzt was erzählen möchte. Nächstes Bild.
ja, was sind die Ziele der Stadt und dieses Programms gewesen? Also die Stadt setzt sich mit ihrem Verkehrsentwicklungsplan für einen nachhaltigen, stadtverträglichen Mobilität ein. Das heißt eine Verlagerung auf den Umweltverbund, wo eben auch das Fahrrad dazugehört. Ziel ist es, die Anzahl der Kfz-Fahrten tatsächlich in der Stadt verringern. Da sind wir auf einem ganz guten Weg. Ich habe es vorhin schon mal gesagt, wir haben den Model Split zulasten des Autoverkehrs stark verändert. 2005 waren wir mit dem Radverkehr bei 16%, jetzt sind wir über 30%. Ziel ist es natürlich, Emissionen und Lärm zu vermeiden, aber auch eben eine lebenswertere Stadt dann auch zu bekommen. Es sollen mehr Menschen mit dem Rad fahren. Dazu sollen sie animiert werden. Das war der Ziel der aller bisherigen Förderung. Dabei konzentrieren wir uns nicht nur auf das Ausbau der Infrastruktur, das ist ein wesentlicher Punkt, aber eben um viele andere Punkte auch, wo eben auch diese Lastenradförderung dazugehört. Wichtig war uns, dass wir das Lastenrad als praktisches Verkehrsmittel für den Alltag sichtbar machen, so wie es hier steht, also eine Initialzündung zu geben, wo man einen Schub bringt, dass mal Fahrräder auch tatsächlich im Bild der Stadt auftreten. Und das ist uns, glaube ich, ganz gut gelungen. Bei den Gesprächen mit vielen Radhändlern haben wir jetzt mitgekriegt, dass dieses Niveau, das sich durch dieses Lastenradförderprogramm 1920 eingestellt hat, fast kontinuierlich gleich geblieben ist. Das heißt, die Radhändler verkaufen nach wie vor im großen Stil Lastenräder, die vermehren sich weiter im Stadtbild, ohne dass wir jetzt noch zusätzlich weiter fördern. Also diese Initialzündung ist ganz gut gelungen und das große Ziel ist natürlich nicht nur die Fahrten zu verringern, sondern tatsächlich dann auch den Kfz-Bestand im Stadtgebiet zu verringern, um eben auch im öffentlichen Raum mehr Flächen für die Allgemeinheit zu bekommen. Nächste Folie. Viele setzen nur auf diesen klassischen Arbeitsweg, dass wir die Pendler aufs Rad holen. Das ist ja auch der Sinn bei diesen Radschnellwegen, die jetzt bundesweit sehr stark angegangen werden. Es ist auch wichtig für uns, dass man tatsächlich auch Transportfahrten auf die Lastenräder verlagert. Dazu haben wir heute schon viel gehört. Viele dieser Förderprogramme, die es auch vom Bund und vom Land gibt, die haben sich bisher sehr stark auf gewerbliche Räder gestützt. Unser Ziel war es eben, dass wir hier eine Initialförderung bringen, die eben besonders auf die privaten Lastenräder zielt und damit und dabei auch nochmal besonders auf die Karlsruher Familien. Die Lastenräder sollen eben auch gefördert werden, weil das eben eine Möglichkeit ist, im öffentlichen Bild auch diese alternativen Transportmöglichkeiten tatsächlich auch sichtbar zu machen. Und damit dann auch, wie es hier steht, dieses Nachdenken auf die über das eigene Mobilitätsverhalten anzuregen. Das heißt, dass die Menschen auch überlegen, ob sie sich nicht doch anders fortbewegen und das, so wie es Herr Flurer am Anfang sagte, auch ein wenig hip zu machen, so ähnlich wie es bei den SUVs ist. Wir haben uns deshalb auch auf Familien gestürzt, weil Kinder natürlich in den ersten Jahren auch ihr Verhalten oder das Verhalten der Kinder geprägt wird. Und wenn ich als Kind, so wie es alle kennen, eben das Elterntaxi gewöhnt sind, den Weg zum Kindergarten, zur Schule eben nur aus der Autoperspektive zu sehen, dann werden sie sicherlich auch ein anderes Verhalten entwickeln als Kinder, die das von Anfang an als Mitradelnde sehen. Die nächste Folie. Ich lasse jetzt hier die ganze Vorstory weg, weil hinter solchen Dingen, was die Verwaltung macht, steht viel mehr, als sie erahnen können. Also vor dem Ganzen steht natürlich dieser ganze Haushaltsprozess, der Genehmigungsprozess, das Aufstellen eines Gemeinderatantrags, die verschiedenen Ausschüsse und so weiter. Aber dann ging es los für Sie, also für die Nutzer. Die Antragstellung war vom 1. November 2019 möglich, war für 2 Monate freigeschaltet, musste ein Online-Antrag gestellt werden, dem auch ein Radangebot dann beigelegt ist. Meldebescheinigung und Kinderpass sind notwendig, weil wir nur Karlsruher
Familien gefördert haben und Kinderpass war dann möglich, wenn man noch eine zusätzliche Förderung haben wollte. Da komme ich gleich zu. Was wurde gefördert? Wir wollten natürlich nur tatsächliche Lastenräder fördern. Das haben wir auch so in die Förderkulisse reingeschrieben, hat dann immer wieder zu Diskussionen geführt, weil auch Menschen glaubten, dass andere Formen als Lastenrad nutzbar sind, aber halt nicht so in Erscheinung treten. Wir wollten halt, dass es auch wirklich so gesehen wird. Ob mit oder ohne Antrieb, das war kein Kriterium. Beides wurde gefördert. Es war für Familien, aber auch für Lebenspartnerschaften und Alleinerziehende. Wie gesagt, wichtig uns, dass ein Kind mit im Haushalt war unter 18 Jahren. Nächste Folie. Die Förderung war durchaus erheblich. Also wir haben die Fahrräder ohne E-Unterstützung mit 800 Euro und die mit E-Unterstützung mit 1200 Euro gefördert. Also das war schon, je nachdem, was man sich für ein Fahrrad raussucht, schon doch eine erhebliche Förderung. Das, was ich eben schon sagte, mit dem Karlsruher Kinderpass, damit konnte man noch eine zusätzliche Förderung bekommen. Kinderpass ist, glaube ich, ab 3 Kinder. Zusätzlich haben wir noch reingeschrieben, dass man einen Nachhaltigkeitsbonus bekommen kann, also für Menschen, die dann tatsächlich dauerhaft ein Auto abschaffen und das dann auch 2023 nachweisen können, dass sie in dieser Zeit dieses Auto abgeschafft haben oder kein Auto haben, können dann noch einen Nachhaltigkeitsbonus bekommen. Der ist mit 500 Euro doch auch noch mal ganz ordentlich. Nächste Folie. Wie ist das Fazit? Wie ist es gelaufen? Wir haben insgesamt 190 Familien fördern können, also eine Anzahl, die dann doch auch sehr, sehr stark aufgefallen ist. Es waren ursprünglich nur 200.000. Wir haben dann dadurch, dass wir um 30.000 aufstocken konnten, tatsächlich alle Antragsteller berücksichtigen können. Die überwiegende Mehrheit war in den ersten Minuten schon drin. Also als wir das am 1. November freigeschaltet haben, ging das sehr schnell los. Unsere Hoffnung, dass viele Familien auch mit Kleinkindern dabei sind, hat sich bestätigt. 166 von diesen Familien war tatsächlich ein Kind dabei, das unter 6 waren. Der Trend geht eindeutig zum E-Antrieb bei den Lastenrädern. 9 von 10 Rädern waren eben elektrounterstützte Räder. 19 Familien haben diesen Kinderpass mit eingereicht und den extra Bonus bekommen. Wir haben auch den Karlsruher Handel, den lokalen Handel gestärkt, wobei wir das nicht als Vorgabe gegeben haben, aber 60% haben dann tatsächlich auch in Karlsruhe gekauft. Inwieweit dieser Nachhaltigkeitsbonus gezogen wird, das wissen wir noch nicht. Aber von den Gesprächen, die wir geführt haben, haben mehr als die Hälfte der Nutzer doch gesagt, sie würden auf das Auto verzichten. Und das ist, liegt nicht nur an unserer Fahrradförderung, sondern tatsächlich auch daran, dass wir Carsharing auch sind und ein sehr, sehr gutes, gut und leicht nutzbares Carsharing-Angebot haben. Dadurch haben viele Leute gesagt, ja, wenn ich jetzt tatsächlich diese Alltagsfahrten mit den Kindern am Fahrrad machen kann, dann ist der Schritt eben für diese paar Fahrten, die noch übrig sind, ein Carsharing-Auto zu nehmen, doch nicht mehr so groß. Nächste Folie. Das war dann diese Aktion. Ich hatte das Bild eben schon mal gezeigt. Ich habe da ganz links oben, sehen Sie mein Büro, drauf geguckt, wie sich der Marktplatz so langsam gefüllt hat. Und ich muss sagen, das war schon so ein kleines Gänsehautgefühl, wie es immer mehr Fahrräder wurden auf diesem Marktplatz. Das war schon, Sie sehen es an den weißen Kreuzchen in der letztjährigen Corona-Zeit. Wir mussten da aufpassen und wir hatten echt Angst, ob wir die Leute alle unterkriegen. Wir mussten da auch eine Personendokumentation machen. Wir hatten das abgesperrt. Also das war schon eine schöne Aktion, die wir da letztes Jahr noch hatten im September. Wie geht es weiter? Nächste Folie. Es liegt noch nicht genau fest. Wir wollen, so wie es aussieht, kriegen wir noch mal eine Charge, dass wir noch was fördern können. Wir haben uns dann überlegt, was sind die Meilensteine im Leben, wo es eben zu Entscheidungen für eine Änderung im Mobilitätsverhalten gibt. Das ist der Arbeitsplatzwechsel, der Ortswechsel, die Familiengründung. Und da, wo wir halt angreifen wollen oder einsetzen wollen, das ist eben der Ortswechsel und die Familiengründung, sodass wir denken,
dass wir diesmal nicht nur Familien, sondern eben auch versuchen, Neubürger mit ins Programm reinzunehmen. Aber da sind wir noch am Ende, es ist uns noch am Entstehen. Wir wollen es dieses Jahr noch auf die Schiene, kann man jetzt hier nicht sagen, auf den Karlsruher Asphalt stellen. Also ich kann Sie da nur ermuntern, immer wieder mal der Presse zu verfolgen und auf die Karlsruher Seite zu gehen. Ich denke, dass wir so im Laufe des Spätsommers da ein Programm nochmal aufstellen, das dann auch dieses Jahr noch zum Zuge kommt. Was auf jeden Fall schon feststeht, nächste Folie, dass wir auch in diesem Jahr wieder einen Cargo Bike Roadshow machen wollen. Das haben wir hier, Sie sehen es auf dem Plakat auf der linken Seite, 2019 schon mal gemacht. Da können Sie auch auf die Cargo Bike Roadshow Org-Seite gehen, da stehen diese ganzen Termine drin. Das wollen wir am 15. September machen. Da kann man auch noch mal testen, ausprobieren, ohne dass man jetzt diesen Händlerdruck hat, sage ich mal, sondern dass man wirklich diese breiten Fächer der Lastenräder mal stehen sieht. Ja, und last but not least, Aussicht in die Zukunft. Wir wollen uns dann auch doch wieder stärker den gewerblichen Nutzern noch widmen. Da haben wir noch keine echte Förderkulisse jetzt festgelegt. Das hier ist ein Foto von einer Aktion, die wir vor ein paar Jahren gemacht haben. Da haben wir Testräder an Karlsruher Handwerker ausgeliehen. Das war auch ein Erfolg. Der jetzt hier das Fahrrad nutzt, der Herr Kalesse, ist ein Schreiner und ja, soviel ich weiß, immer noch Nutzer eines Lastenrads. So, damit für mich jetzt erstmal zum Ende und ich bedanke mich wirklich für die auch sehr vielen schönen Vorträge, die ich jetzt heute hier gehört habe. Herr Wagner, Ihnen auch recht herzlichen Dank.